Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Mediamarkt und Saturn. Und zwar mit dem Systemtreff Pro Gaming Intel Core i5 10400. Das sind nur noch die Specs, die dahinter stehen, für 1099,90 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei. Denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, dieses Video wurde mir auch wieder vorgeschlagen auf unserem Discord in dem Video-Vorschläge-Channel und zwar von Carlsson. Der hat dann gesagt, sieh dir dieses Produkt bei Saturn an, das ist so dieser Standardtext, wenn man irgendwas teilt. Und das ist halt dieser PC und den schauen wir uns heute an. Ganz wichtig ist, Verkauf und Versand durch Systemtreff. Das heißt, Mediamarkt, Saturn haben eigentlich gar nichts damit zu tun. Das wird über Systemtreff gemacht, das ist ein Systemintegrator. Die haben auch eine eigene Webpage, kommen wir auch gleich noch zu, weil hier einige Komponenten drin sind, wo nicht ganz klar ist, was da so reinwandert. Da musste man jetzt Pi mal Daumen schauen, was die normalerweise so anbieten auf ihrer eigenen Page. Und wir starten direkt mit dem Bild und das Bild ist fake. Das ist so immer der Klassiker. Gut, das Gehäuse stimmt natürlich, aber hier ist zum Beispiel eine Wasserkühlung verbaut, auch wenn es nur eine 120er ist, aber hier ist keine Wasserkühlung drin. Und Trident Z Neo RAM ist hier auch nicht drin von G-Skill. Gehe ich ganz schwer von aus. Die geben zwar nicht genau an, was drin ist an RAM. Wenn wir uns aber so die Standard-RAM-Module angucken, die normalerweise so anbieten, ist das halt nicht dabei. Und das Beste an diesen Dingern finde ich immer diese Marketing-Texte. Ihr müsst euch das mal geben, was da steht. Das ist der Hammer. Ich lese es euch gerne mal vor. Ihr Systemtreff-PC wird von einem Hexacore-Prozessor der 10. Generation aus dem Hause Intel befeuert. Ja, es ist ein 10400, also von befeuern kann da keiner reden, aber okay. Mit seinen Benchmark-Ergebnissen setzt er sich an die Spitze der oberen Oberklasse-Prozessoren. Nein, tut er nicht. Also wenn man sich Benchmarks anschaut, das ist ein stinknormaler Prozessor, der wirklich noch in dieser Einstiegsklasse wirklich ist. Danach kommen nämlich noch einige, vor allen Dingen die 11., 12. und 13. Generation, aber so ist es halt. Gerade bei rechenintensiven Videospielen spielt eine echte Hexacore-CPU ihre Vorteile aus. Mit der eingebauten High-End-Gamer-Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6 verfügt ihr PC über genug Leistung, um die aktuellsten Spiele in Full HD 4K aufzulösen. Nein, auch nicht. Versucht mal mit einer 3060 Ti auf 4K, was weiß ich, Cyberpunk oder so zu spielen. Selbst bei Far Cry verreckt das Teil. Nein, einfach nein. Auch das Mainboard selbst fällt dank der Vielzahl der Anschlüsse in die Kategorie perfekter Allrounder. Ja, das Mainboard ist okay. Ist nichts Besonderes, ist es okay. So ein PC verlangt natürlich auch nach würdigen Speicherlösungen. Die eingebaute 512 GB M.2 SSD NVMe dient zum turboschnellen Hochfahren des installierten Windows 11 in der 64-Bit-Version sowie zum schnellen Starten der einzelnen Anwendungen. Ja, nein. Auch definitiv nicht. Wenn wir uns die Daten anschauen, die Systemtreff auf der eigenen Webpage hat, wissen wir, dass die SSD, die hier drin ist, nicht die schnellste ist. So, wichtig ist noch, Windows 11 ist mit dabei, ja, das ist okay. Ausstattung Intel Core i5 10400. Kein K, kein F, einfach nur ein 10400. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 2666 MTS. Ja, der ist schon ein bisschen älter. Wie gesagt, wir haben danach noch die 11., die 12. und die 13. Generation. Also hier wird wirklich in die ganz alte Kiste gegriffen. Könnt ihr vergleichen mit einem Ryzen, sag ich mal, 2600 oder so. Das ist so die Richtung, wo das hingeht. Der ist natürlich jetzt nicht schlecht, der Prozessor, aber er ist wirklich sehr, sehr alt. Das System, das kostet über 1000 Euro und das sollte da heutzutage einfach nicht mehr reinwandern. Man kann den zum Beispiel nehmen bei einem, was weiß ich, 600 Euro PC. Da kann man drüber reden, ja, aber nicht bei über 1000 Euro. Ansonsten zum Zocken ist er natürlich geeignet mit der Grafikkarte. Das passt auch soweit, der bottleneckt jetzt auch nicht oder so. Nur wenn ihr streamen wollt, müsst ihr auf jeden Fall über die Grafikkarte rennen. Das kriegt der nämlich dann nicht geschissen. Und er kostet 129,58 € bei Mindfactory. CPU-Kühler, Standardluftkühler, ja, das ist der dabei ist bei der Box-Variante. Da ist jetzt kein Extra-Kühler, so viel auch zum Thema der Wasserkühlung, die gezeigt wird. Sie ist einfach nicht dabei, stinknormaler Luftkühler, der auch relativ laut ist. Also diese mitgelieferten von AMD und Intel, die sind nichts. Das Mainboard ist ein MSI Z590-A Pro. Es ist immerhin der Z590-Chipsatz, bringt euch bei dem Prozessor jetzt nicht so viel, aber er ist auf jeden Fall mit dabei. Das Board hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 3 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder WLAN oder was auch immer.
Und was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 Netzwerkanschluss, einmal USB 3.1, USB Typ C ist auch schon mit am Start, zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0, Onboard-Grafik könnt ihr hier theoretisch benutzen, lasst es am besten, nimmt einfach nur die Grafikkarte dafür. Und den PS2-Anschluss haben wir auch noch mit am Start, werdet ihr auch nicht benutzen. Das ist okay, es hat den Z590-Chipsatz, ob ihr das jetzt braucht bei dem Prozessor, lasse ich mal dahingestellt. Aber es ist einfach nur so, es ist kein MicroATX oder so, kann man machen. Ihr könnt theoretisch sogar noch die 11.000er drauf betreiben, also die 11.000er-Generation von Intel. 12er und 13er geht schon nicht mehr, die haben einen anderen Sockel, nämlich den Sockel 1700, hier haben wir noch Sockel 1200. Und das kostet 165€ bei eBay über Hardware Grid. Arbeitsspeicher 32GB DDR4 3600MHz. Schauen wir uns an, was die normalerweise auf ihrer Page so anbieten. Der Standard, der mit drin ist mit 3600MHz, ist der Team Group T-Force Vulcan Z. Das Krasse an der ganzen Nummer ist, der Prozessor unterstützt offiziell 2666. Mit 3000 wäre ich noch gegangen, 3200 auch. Ob 3.6er da wirklich stabil drauf läuft, kann ich ja nicht sagen. Ich habe es noch nie ausprobiert, müsste ich jetzt einen unserer Mods fragen. Ist aber nice, dass es mit dabei ist. Und 32 GB in der Preisklasse ist auch nicht selbstverständlich. Natürlich ist es DDR4, aber ist nice to have. Ich kann auch nichts Negatives gegen diesen RAM sagen. Ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht, das passt schon soweit. Und der kostet 72,75 € bei Mindfactory. Die Grafik ist eine GeForce RTX 3060 Ti 8 GB. Da wir hier jetzt nicht genau wissen, was wir bekommen, nämlich die Zotac, das ist die günstigste gerade am Markt oder eine der günstigsten. Ihr könnt auch vielleicht eine Asus oder MSI oder so kriegen, aber ich nehme jetzt halt die günstigste, weil sie könnte ja reinwandern. Die 3060 Ti ist an sich nicht schlecht. Also für WQAD und auch Full HD Gaming ist das völlig okay. 4K würde ich lassen. Also es werden natürlich Spiele in 4K laufen. Wie ich immer wieder sage, so Valorant und sowas, klar, das funktioniert. AAA-Titel dann eher nicht mehr so. WQAD wird noch laufen auf jeden Fall. Vielleicht, also ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ihr 144 FPS in Far Cry 6 oder so ballert, ja, aber ist auf jeden Fall okay in diesem Preisbereich. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 422,26 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 512 GB M.2 SSD NVMe. Wenn wir da jetzt mal schauen, die haben ja eben von hohen Lese- und Schreibraten gesprochen, ist der Standard bei denen 1700 MB lesen und 1100 MB die Sekunde schreiben. Das ist nichts. Also so um die 2500, wenn nicht sogar 3500, hätte ich mir jetzt schon gewünscht. Die ist natürlich schneller als jetzt so eine 2,5 Zöller SATA SSD, aber das geht schon ein bisschen schneller. Es macht jetzt nicht den Mega-Unterschied für euch, aber ich finde es schade, dass die hier auf sowas Billiges zugreifen. Vor allen Dingen wird hier eine Western Digital gezeigt. Ich habe mich eben dumm und dusselig gesucht. Also ich finde keine 512 GB Western Digital mit den Lese- und Schreibraten. Falls ihr sie findet, schreibt es bitte in die Kommentare. Und da ich sie eben nicht gefunden habe, nehme ich jetzt die ADATA Legend. Da passen immerhin die 512 GB. Lese- und Schreibraten sind tatsächlich sogar ein bisschen schneller beim Lesen, ein bisschen langsamer beim Schreiben, ja. Aber damit haben wir zumindest einen Preispunkt. 512 GB an sich in einem 1100-Euro-System finde ich zu wenig. Wir haben in letzter Zeit viele Videos in diesem Preisbereich gehabt und meistens wandert da ein Terabyte rein. Deswegen finde ich das ein bisschen schade, 512 ist wirklich wenig. Also wenn ihr so kleine Spiele spielt, sagen wir jetzt wirklich auch Valorant, Fall Guys, Among Us und so, dann könnt ihr natürlich 20 Stück davon installieren. Habt ihr aber wirklich AAA-Titel, zum Beispiel alleine Far Cry, das HD-Texturenpaket hat selber 60 GB. Das Spiel ist da noch gar nicht bei, sondern nur das Texturenpaket. Würde ich mir hart überlegen, ob ich das nicht vielleicht sogar später noch erweitere. Und die kostet 25,89 € bei Mindfactory. Betriebssystem ist Windows 11 Pro. Ja, hätte es bei dem System nicht mehr gebraucht. Windows 10 hätte gereicht. Ihr habt ja sowieso die Möglichkeit, von Windows 10 kostenlos zu upgraden auf Windows 11. Ist nice, dass es mit dabei ist. Why not? Und das kostet 54,90 € bei IT Hardpulse. Ein Netzwerk ist einfach nur dem Mainboard geschuldet. WLAN 2-in-1 Bluetooth und WLAN-Stick. Ja, auch so einen habe ich rausgesucht. Ich habe jetzt so einen ganz billigen genommen. Intertech PowerOn DMG07. Der hat WLAN und Bluetooth. Ist jetzt nichts Besonderes. Wäre schön gewesen, wenn das Mainboard es mitgebracht hätte, aber hier ist es halt ein Stick. Und der kostet 12,89 € bei Mindfactory. Sound ist ebenfalls dem Mainboard geschuldet. Das Gehäuse ist ein Systemtreff MIDI Tower Equinox ST501. Das gibt's auch tatsächlich nur bei denen. Ich meine, es heißt Systemtreff, klar. Es erinnert mich so ein bisschen an das Aerocool Cylon. Wobei beim Cylon überhaupt keine Luft reinkommt. Hier scheinen sie immerhin ein paar Schlitze zu haben, aber es gibt auch keine technischen Daten. Es ist nicht kategorisiert.
Ich kann euch nicht sagen, welche Lüfter vorinstalliert sind oder nicht. Ist schon ein billiges Case, rein optisch gesehen. Ich hoffe, dass da Lüfter mit bei sind, dass der Airflow ein bisschen gegeben ist. Und das kostet 58,95 € bei Amazon über Systemtreff. Netzteil ist ein 650 Watt Gigabyte P650B 80 Plus Bronze. Das ist dieses hier. Das hat 3 Jahre Garantie, 80 Plus Bronze Zertifizierung und hat festes Kabelmanagement. Ist jetzt auch nicht der Bringer. Aber 650 Watt reichen, es ist auch nicht modular oder so. Kann euch egal sein als Käufer von einem Fertig-PC, ist aber nice to have. Fliegen die Kabel halt nicht im Gehäuse rum, aber hier fliegen sie halt im Gehäuse rum. Und da es ja mittlerweile schon ganz beliebt geworden ist, dass ich mir immer diese PSU-Tierlist angucke, gucken wir auch hier. Und zwar Gigabyte, die PB-Serie, ist ein C-Tier-Netzteil, das 650 Watt. Was ich richtig witzig finde, Gamers Nexus hat über diese PGM-Reihe mal ein Video gemacht. Hier haben wir auch ein F-Tier-Netzteil. Da steht einfach hinter Exploday. Das ist bei ihm im Video einfach hochgegangen. Das Video verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Es ist so geil. Sieht man direkt am Anfang. Video starten, explodieren 3 Netzteile. Total geil. This is called a catastrophic failure. So is this. And this. And all of these power supplies are the Gigabyte GP P750GM. Aber zurück zu dem, was hier drin ist. Das ist ein C-Tier-Netzteil, also nicht das beste. B-Tier sollte es Minimum sein, meiner Meinung nach, wenn nicht sogar A. Klar, es ist ein 1100-Euro-System, aber selbst da gibt es bessere Netzteile. Das wird euch jetzt nicht um die Ohren fliegen. Das wird schon laufen. Klar, vor allen Dingen, weil es nicht an der Leistungsgrenze betrieben wird. Ihr könnt später sogar noch die Grafikkarte upgraden, habt mit dem Netzteil dann keine Probleme. Aber ich hätte halt was anderes genommen. Das ist so eine persönliche Präferenz. Vor allen Dingen ist es auch nur 80 plus Bronze. Gold hätte ich mir da auch schon gewünscht. Wir wissen auch, dass das geht, weil es viele PCs in diesem Preisbereich gibt, die einfach schon Gold-Zertifizierung haben. Und das kostet 58,98 € bei csvdirekt.de. So, dann haben wir noch Norton 360 Security mit Game Optimizer, 1 Jahr Schutz für 3 Geräte. Danach kostet es Geld. Wenn ihr das installiert lasst, es wird vorinstalliert sein, ist es so, dass ihr eure Daten da angeben müsst und ein Jahr später fangen die dann an, Geld abzubuchen. Lasst es einfach sein. Windows Defender habt ihr sowieso bei Windows mit dabei. Der macht einen guten Job, kostet nichts, also einfach runterschmeißen. Immerhin schreiben sie hier ganz unten rein, Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten. Okay, wäre schön, wenn es bei dem Bild mit dabei steht und nicht ganz unten. Also die Präsentation des Gehäuses stimmt natürlich, aber der Inhalt nicht. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, diesen WLAN- und Bluetooth-Stick, das Netzteil Windows 11 und das Gehäuse. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1014,76 €. Das System soll kosten 1099,90 €. Preislich gesehen ist es okay. Aber ihr bekommt halt wesentlich bessere Systeme, schon für 1000 €. 1100 muss es gar nicht mal sein. Die haben dann teilweise auch schon 1 TB Speicher mit dabei und dann haben sie noch einen aktuellen Prozessor mit dabei, ein besseres Gehäuse mit mehr Airflow und so. Lasst es. Ich würde euch allgemein raten, lasst die Finger von Otto-PCs, von Mediamarkt, Saturn. Ich war jetzt vor kurzem mal in so einem Laden, Mediamarkt. Ich habe mir die PCs da angeguckt. Alter, das könnt ihr euch nicht ausdenken. Und wenn ihr dann Verkäufer fragt, was da so drin ist, ob du mal die Seitenklappe aufmachen kannst, um reinzuschauen, was drin ist, sagen die, nö, geht nicht. Und dann fangen die an, auf ihrem Handy rumzugoogeln auf der Herstellerwebsite und lesen euch dann die technischen Daten vor, wissen aber selber nicht, was verbaut ist. Lasst die Finger davon. Kauft von mir aus bei Hardware-Rat oder bei Dubaro, von mir aus sogar Argando. Da wisst ihr immerhin, was ihr bekommt. Aber bitte nicht Otto oder was weiß ich, Saturn oder so. Also ich persönlich würde da niemals einen PC kaufen. Ihr könnt machen, was ihr wollt mit eurem Geld. Aber ich würde es nicht machen. Genauso wie diesen PC. Selbst wenn das über Systemtreff läuft, die haben allgemein nicht so gut abgeschnitten in meinen Videos. Lasst es. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da oben da, wenn es euch gefallen hat. Denkt an ein Abo. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.